Hallo Leute und willkommen zurück bei The Night of the Rabbit. Wir müssen immer noch die Karottenflamme, ich glaube es war die Karottenflamme, irgendwie herstellen. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ich habe es in der letzten Folge mit diesem Stein hier überall probiert und nichts hat geholfen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist der krümelige Kalkstein. Okay, und wir müssen zuallererst einen Kreis zeichnen. So viel habe ich auch verstanden. Allerdings funktioniert das nicht. Der Stein ist zu glatt, um darauf zu zeichnen. Okay, der hier war zu glatt. Okay, und was war nochmal? Moment. Ah ne, den Kalkstein habe ich ja noch. Was war hier nochmal? Ich könnte den Kalkstein unter dem Schwebestein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Ja, wo sollst du das machen? Ich weiß nicht. Hier? Da kritzel ich besser nicht rum. Okay, hier? Ach, sag an. Sag an. Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem fliegenden Brief zeichnen. Okay, das ist das Einzige, was ich in der letzten Folge nicht probiert habe. Eichhörnchen, wie süß. Sieht fast so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und da sind sie schon wieder weg. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. Oha, was haben wir da? Baumrinde. Ja, sehr gut, denn wir brauchen ja... Wie merkwürdig. Baumhaut. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Das nehme ich besser mit. Okay, der Jerry labert immer so viel, da komme ich gar nicht dazwischen. So, wir brauchen ja Baumhaut, Baumwurzel und Baumfrucht, soweit ich weiß. Und ich würde jetzt sagen, das hier ist die Haut, das hier wird die Frucht sein und das hier wird die Wurzel sein. So, jetzt hat er da das Symbol hingemalt. Okay, so viel ist klar. Wir haben jetzt immer noch den ganz normalen, krümeligen Kalkstein. Und was machen wir jetzt damit, wenn wir da das Symbol hingezeichnet haben? Da kritzel ich besser. Nee, nee. Muss er denn überhaupt noch was kritzeln? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich könnte den Kalkstein unter dem Schwerestein zermalmen. Ja, kannst du den denn jetzt zermalmen? Schließlich brauchen wir ja noch weißes Pulver. Krümelkalkstein okay. Auf Felsplatte. Eine Installation von Jerry Haselnuss. Okay. So, damit haben wir jetzt dann gleich das weiße Pulver. Was soll ich mit einstecken? Ja. Einfach hier drauf. Aha, das geht echt in die Arme. Ja. Den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Oh ja. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Okay, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, wie es weitergeht und muss mir nochmal den Brief hier anhören. Da ist ein Wie er eine... Okay. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Schwarz, das leicht entbrennt, haben wir auch. Wird heute nicht von Weiß getrennt. Also zusammenmischen. Schwarz und Weiß, die sich verbanden. Okay. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. In die Dose. Darauf folgten der Zutaten nun drei. Baumhaut, Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölz... Okay, okay, ich glaube, ich hab's. Also, wir müssen jetzt erstmal das Schwarzpulver und das hier mischen. Das ist soweit richtig, oder? Pulvermix. Passt. So, die Sache ist die, als nächstes kommt Schwarz und Weiß, die sich vermischten, in ein Gefäß... Aber irgendwie auch in der Reihenfolge. Und jetzt haben wir ja nur den Mix. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr Schwarz und Weiß einzeln. Schwarz und Weiß ergeben Grau. Wie bei meinen Bildern im Kunstunterricht. Okay, ich probiere das trotzdem mal. Hat das jetzt... Ist drin. Ah, sehr gut. Dose mit Pulver. So. Was war das jetzt? Rinde? Also Haut? Baumhaut? Baumfrucht? Baumwurz? Keine Ahnung, Baumhaut. Ah, sieht gut aus. Auch drin. So, was habe ich gesagt? Baumhaut, Baumfrucht. Und dann Baumwurzel. Hier. Sieht gut aus. Okay. Sieht gut jetzt aus. Ist alles drin. Okay. Soweit, so gut. Und jetzt? Ach, und was ist jetzt mit den Hagebutten? Cool, Hagebutten. Moment. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Okay, jetzt habe ich die Eicheln als Frucht drin. Ja gut, das scheint ja aber richtig zu sein, ne? So, und dann an einer Kreuzung. Kreuzung haben wir ja eigentlich nur hier vorne. Waldkreuzung, so hier. Und jetzt? Fahrt tiefer in den Wald. Nee.
Ich muss das ja dann vermutlich irgendwo hier hinstellen. Kleine liegende Statue, vielleicht auf die Mauer. Von Dose wegwerfen stand in dem Brief, glaube ich, nichts. Ja, nee, da stand an einer Kreuzung hinstellen. Oder so. Wo soll ich das denn hier hinstellen? Waldkreuzung. Okay, das sollte klappen. Okay, und dann anzünden. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, unmöglich! Die Truhe kam aus dem Nichts. Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Jaha! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Oh, ein Koffer. Unmöglicher Reisekoffer mit einem Zylinder. Ach, wie schön, mit einem Poster. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zaroff der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Okay. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Oh oh, ein Zauberstab. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Okay, Zauberstab haben wir schon mal. Dann schnappen wir uns auch direkt den Zylinder. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Okay, vielleicht mit dem Zauberstab auf den Zylinder klopfen. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hautum. Oh, aber Sie sind ein... Oryctolagus cuniculus sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch nicht. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also... Ich denke, wir nehmen das hier. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Meine Dose.
Willst du mein Lehrling werden? Ja! Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Studiere die 5 feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jerry, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich. Eine lange Zeit. Natürlich. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Oh, schade. Dann ist es wohl unmöglich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich... Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. Okay, dann schade. Oh, schade. Jerry, hör mir gut zu. Vergiss unmöglich. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei mir. Was? Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Woher hast du sie? Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jack. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Ihre magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Okay. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder mittlere Maustaste. Ach, sieh eine an! Magischer Schimmer. Die Münze. Auf einmal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Oh, ein Zylinder. Jerry, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Und bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr. Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Grollen. Benutze deine Münze, Jerry. Okay. Oh Mann, eine Kröte. Die ist gigantisch. Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern, wachsen, vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Portalbaum, was bedeutet das? Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte,
Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Das verstehe ich nicht. Niemand von uns tut das. Du lernst es schnell. Portalbaum, was bedeutet das? Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Hier beginnt die Magie. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens sein. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Wir werden auf dem Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Das hier sieht immer noch aus wie im Wald bei uns zu Hause. Aber irgendwie... Und hopp! Oh, wer kommt denn da? Aber das ist ja eine mit Rucksack? Je weiter wir uns vom Portalbaum entfernen, desto deutlicher wird sich zeigen, dass wir die Welt, die du kennst, lange hinter uns gelassen haben. Nur die natürlichen Parallelen hier am Portalbaum lassen eine Verbindung vermuten. So wie diese Mauer. Mir nach, Jeremias Haselnuss. Ich habe dir Magie versprochen. Eine andere Welt. Vor dir, Jerry, liegt Mauswald. Wow! Hier wirst du deine Ausbildung absolvieren. Wie er sich immer umschaut. Und wo ist die Schule? Und sind die Lehrer da nett? Diese Welt ist magischer als deine. Ihre Bäume wurzeln tief und schaffen Verbindungen, wie die, über die wir hierher gereist sind. Diese Welt wird deine Schule sein. Ihre Bewohner werden dich vieles lehren. Noch mag dir dieser Ort ungewöhnlich erscheinen, doch schon bald wird er ein wichtiger Teil deines Lebens sein. Dann, wenn deine Ausbildung abgeschlossen ist, wirst du die Welt mit den Augen eines Baumläufers sehen. Mir nach, junger Haselnuss. Oh, warte!
Mäuschen, wie süß. Ich weiß, dass du hier neu bist, aber es wird auch nur eine Sekunde dauern. Warte einfach hier. Ich bin gleich zurück. Ich werde dich beim Stadtrat ankündigen. In Ordnung. Der Opa hier mit dem Regenschirm. Och, wie putzig der ist. Und er wartet natürlich nicht, wow. Oder? Ganz schön interessant, so klein zu sein. Wer hätte gedacht, dass Mäuse Städte haben? Und dann auch noch solche Städte. Oh, ich habe eine Errungenschaft. Alice im Wunderland. Ach, schön. Junges Eichhörnchen. Tanzende Maus. Rundliches Tier mit Schirm. Ach, es ist so süß. Ach, toll. Kaffee. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich glaube, ich möchte zuerst mit ihm sprechen, weil ich ihn so lustig finde. Was für ein seltsames Eichhörnchen. Er sieht verwegen aus, so als hätte er viel zu erzählen. Verwegen? Oh. Mitnichten. Siehst du nicht, wie viele Karten ich dabei habe? Oh, Sie sind also Kartenmacher? Nein, ich bin Reisender. Du bist das erste Mal im Mauswald, oder? Besuch mich doch später mal an der Bachschleuse. Einfach die Rampe rechts neben dem Stadttor hochlaufen. Okay, ja, gerne. So, tanzende Maus. Entschuldigung, aber... Keine Zeit. Ich muss üben. Heute Abend steigt eine Geburtstagsparty bei der Hasenfamilie. Und ich habe frei. Okay, und da ist auch wieder die kleine Maus mit Rucksack. Hey, bleib hier. Hallo? Alles in Ordnung? Psst, ist da jemand hinter mir? Ich glaube, ich werde von einem Geist heimgesucht. Ich weiß nicht. Ich sehe niemanden. Ich kann da auch niemanden sehen. Aber ich weiß, dass jemand da ist. Da findet man ein seltsames Buch im Wald, versteht kein einziges Wort und dann hängt sich einem noch ein Geist an den Hals. Ich bin mal wieder ein Glückspilz. Bisschen paranoid. So, junges Eichhörnchen. Da ist doch jemand hinter mir, oder? Du hast den Frosch gesehen, oder? Ich warte hier schon die ganze Zeit auf ein Paket aus der Superhörnchen-Boutique für fesche Hörnchen. Superhörnchen-Boutique? Das ist aber ein komischer Name. Ach ja? Und wie heißt du? Ich? Jerry. Also ich bin Jerry, ist ein ganz, ganz komischer Name. Und totschicke Accessoires hast du sicher auch nicht. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Siehst du? Da warte ich besser weiter auf Plato und mein Paket. Ja, dann warte du mal. Ich hätte mit meinem Cousin Edgar zusammen die Stadt verlassen sollen. Wenn ich hier stehe und daran denke, dass die Krähen jederzeit zurückkommen könnten, da wird einem ganz anders. Aber ich muss mein Paket haben. Okay. Oh nein, oh nein. Ach, so süß. Oh nein, oh nein.